Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Mitkämpferinnen, liebe Mitkämpfer, gegen die sieben Plagen der Moderne namens Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Fibromyalgie, Mastzellaktivierung, chronisches Erschöpfungssyndrom und natürlich gibt es auch noch viele mehr. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr zugeschaltet habt. Ja, hier heute frei nach dem Motto: Nach dem Training heiß geduscht, ist schon halb regeneriert und hypertrophiert. Nein, im Ernst, ich komme gerade vom Gewichtheben beziehungsweise jetzt aus der Dusche, freue mich riesig in mich rein, weil es nach diesem beschissenen Wirbelbruch vor jetzt knapp, na, es ist noch keine 2 Jahre her, es endlich wieder im Kraft-3-Kampf, aber auch im Gewichtheben wieder bergauf geht, ich endlich wieder so in Dimensionen komme, über das Doppelte vom Körpergewicht sicher und stabil heben zu können. Der Wirbelbruch ist natürlich schon lange verheilt, aber man hat gemerkt, dass die Statik, weil einfach, das ist ein Drittel bei diesem Sturz, ein Drittel vom Wirbel eingebrochen. Und man hat gemerkt, die Wirbelsäulenstatik hat sich dort tatsächlich verschoben. Und das Ganze muss natürlich erstmal ausbalanciert werden, damit das Ganze sicher und schmerzfrei möglich ist. Aber zurzeit gibt es da eine große Strähne, wird immer besser. Mein großer Traum ist ja eigentlich immer noch, die Mastzellen so weit zu stabilisieren und die Colitis beziehungsweise auch natürlich den Wirbelbruch wieder zu regenerieren, so dass ich endlich wieder mal an einem Wettkampf teilnehmen könnte und vielleicht auch dort ja was gewinnen könnte. Das wäre für mich immer noch so ein großer Traum. Zurzeit bin ich auf einem genialen Weg dorthin. Also drückt mir bitte die Daumen, dass das alles so bleibt. Ich hatte euch im letzten Video versprochen, dass wir uns heute wieder einem Sachthema widmen werden, nach diesem ganzen Gequatsche, das letzte Mal nach diesen persönlichen Auslassungen und dem Geschenke verteilen, soll es heute um die Paleo-Diät im weitesten Sinne gehen, beziehungsweise natürlich auch um ähnliche Protokolle wie SCD, GAPS und so weiter, was es da so alles gibt. Denn Grund ist erstens eine richtig geniale Mikrobiomstudie, die in Italien an der Universität Bologna durchgeführt wurde. Da möchte ich euch die Ergebnisse nicht vorenthalten. Aber zweitens, weil immer wieder Leute, ich sag mal außerhalb unserer Patientengemeinschaft, unserer Community, wenn die so mitkriegen, ah, du schreibst und hast schon mal in Zeitschriften veröffentlicht und machst auch Video. Um was geht es denn da so? Und wenn ich dann so ein bisschen rumlaviere, was ich denn so eigentlich mache, mit welchen Krankheiten ich mich beschäftige, was die Modelle dahinter sind und vor allen Dingen natürlich auch die Wege, um Linderung zu erfahren, dann komme ich sehr schnell auf die Evolutionsmedizin bzw. die Evolutionstheorie und dann natürlich auch auf die Paleo-Diät, die Steinzeitkost, die SCD, das GAPS-Protokoll und so weiter und so fort. Und dann kommt meistens sehr schnell ja Empörung, Kritik, weil natürlich die Paleo-Diät, ich denke, jedem von euch da draußen wird sie was sagen, die wurde so sehr in den Medien hoch und runter gescheucht, positiv wie negativ. Ganz kurz die Idee dahinter, und das Ganze ist jetzt wirklich extrem vereinfacht. Die Idee dahinter ist, dass Ackerbau und Viehzucht relativ in der Evolutionsgeschichte des Menschen sehr spät aufgetreten sind. Also der Zeitraum, wo eben Milchprodukte und Getreide verzehrt werden konnten, ist nur winzig, ein winzig kleiner Bruchteil in unserer Evolutionsgeschichte. Und die Idee ist, dass unser Immunsystem und auch unser Verdauungstrakt sich nicht wirklich an diese Lebensmittel anpassen konnten und deshalb negative Gefahren drohen, wenn wir sie regelmäßig verzehren, beziehungsweise wir zu besserer Gesundheit gelangen können, wenn wir diese meiden. Also die Paleo-Diät, ich sage jetzt mal anders, weil wir kommen später nochmal drauf, eine gesunde Paleo-Diät besteht aus vor allen Dingen Fisch, Nüssen, Samen, Kernen, viel Gemüse, Obst moderat, eine möglichst große Bandbreite von Lebensmitteln, ein großer Artenreichtum, natürlich gehört auch Fleisch dazu, Eier dazu. Aber das Problem ist, dass wir heute manchmal Interpretationen der Paleo-Kost sehen, wo sicherlich die Gründerväter dieses Konzeptes nicht damit d'accord gehen würden. Das bedeutet, heute ganz klassisch sehen wir ganz oft diese Vertreter mit 6 Eiern auf dem Frühstücksteller, das Ganze schwimmt in Butter, Speck dazu oder der ganze Bulletproof-Coffee-Kram und so. Natürlich bewegt sich das in den ja,
ja, in den weitesten Richtlinien der Paleo-Diät, und man könnte es deshalb auch Paleo schimpfen, aber mit einer gesunden Ernährung hat das natürlich nichts zu tun. Und da hatte ich letztens ein Erlebnis, da hat mich jemand angeschrieben, der hat da auf dem Blog gelesen und hat einen Artikel von vor jetzt knapp 7 Jahren rausgekramt, und dort habe ich die Paleo-Diät scharf kritisiert. Und er hat gesagt, hey, was ist denn das? Du widersprichst dir ja total, denn es gibt auch von mir viele Artikel, wo ich die Paleo-Diät lobe und zeige, hier in Studien haben sich als positiv erwiesen, zum Beispiel für Patienten mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und so weiter. Wie passt das zusammen? Ist da irgendwie eine Erfahrung dazugetreten oder so? Und hier muss ich sagen, nein, das widerspricht sich auch nicht, sondern was ich dort in diesem Artikel angegriffen habe, ist eben genau jene Interpretation von Paleo. Das hat nichts mit gesundem Essen zu tun, was dort gemacht wird, und natürlich auch nichts mit einer Evolutionstheorie, denn werden wir auch nochmal später auf den Punkt kommen, das hat natürlich nichts mit dem zu tun, wie die Menschen früher sich ernährt haben. So. Also, wenn ich dann darauf komme, hagelt es, wie gesagt, Kritik, weil eben die Paleo-Diät, ganz ähnlich übrigens wie die glutenfreie Kost, zu der habe ich ebenfalls ein sehr komplexes Video gemacht, zu dieser Geschichte, was ist eigentlich dran, wem hilft es, wer kann darauf verzichten, könnt ihr euch gerne hier anschauen. Und ganz ähnlich war es bei der Paleo-Diät. Erst wurde die ganz extrem hochgejazzt, vor allen Dingen so im Bereich der sozialen Netzwerke, der sozialen Medien, von Hollywood-Schauspielern, viel aus dem Bereich CrossFit oder Fitness insgesamt, Bodybuilding, also viele Athleten und natürlich auch, wie gesagt, viele Influencer, die darauf geschworen haben, gesagt, damit kann man besser abnehmen und damit kann man besser das, wir fühlen uns leistungsfähiger, und da kommen immer so die ganzen Erfolgsgeschichten, wie das auch bei der glutenfreien Kost war, aber auch beim Veganismus. Ich konnte 25 Jahre lang kein Kind bekommen, habe auf Paleo umgestellt, nach 2 Wochen war das Kind da. Und solche Geschichten halt. Ja, also einfach Anekdoten, aber das Ganze war auch nicht überprüfbar, aber es war so der größte Hype. Dann gab es die ganzen Bücher, und was dann passiert ist, ist eigentlich ja der obligatorische Shitstorm, der heute wahrscheinlich gar nicht mehr ausbleiben kann in der Moderne, auch so bei der glutenfreien Kost. Da kamen ein paar Ärzte und ein paar Wissenschaftler, die das Ganze hinterfragt haben. Das ist auch ihr gutes Recht, das sollen sie auch. Jedem, gerade wenn sowas so hoch gehypt wird, da soll man gezielter hinschauen. Ist das Ganze vielleicht schädlich? Was ist vielleicht problematisch? Wer sollte vielleicht lieber darauf verzichten? Ja, und ist das Ganze vielleicht bloß eine Masche? Aber hier muss man wirklich beiden Seiten auch leider den Vorwurf machen, denn beide funktionieren so. Es geht um extremes Betteln, um Klicks, um Werbeeinnahmen, um Buchverkäufe, aber wirklich auf beiden Seiten. Und hier muss ich auch sagen, hat der Qualitätsjournalismus nicht mehr viel mit Qualität zu tun gehabt, und leider auch in früher anspruchsvollen Medien, wie zum Beispiel der Zeit, wenn ich mir dort manche Themenauswahl, aber auch Überschriften angucke, ja, dann ist es schon fast schade drum. Also einfach, dass man dort mit in diesen Wettbewerb einsteigt, mit den Influencern und mit irgendwelchen Online-Medien zu konkurrieren, damit die Leute das kaufen und lesen, finde ich sehr schwierig und schade. Gebe ich euch gleich nochmal ein Beispiel dazu, was ich meine. Und auf jeden Fall kam dann dieser Shitstorm, der losgerollt ist, und was eigentlich das Resultat war, dass viele Leute extrem verunsichert waren. Kann ich das jetzt ausprobieren? Soll ich das? Obwohl es, und das sage ich schon mal vorher, vielen Patienten gerade mit unseren Erkrankungen extrem nützen könnte. Sicherlich nicht jedem oder jeder, aber vielen von uns, das zeigen auch die Studien. So, das ist die eine Sache. Also viele hält es vielleicht davon ab, das überhaupt auszuprobieren. Auf der anderen Seite macht es denen, die das schon befolgen, sowas wie SCD oder Paleo, extrem schwer, weil auf einmal jeder, der mal die Zeit gelesen hat oder die Bild-Zeitung, kommt dann um die Ecke und überfährt uns mit seinen Weisheiten und sagt, ja, du, pass auf, ich habe da Expertin XYZ gesehen, Frau Dr. so und so vom Institut für, und die hat gesagt, Paleo-Ernährung, das ist der größte Quatsch, das muss man überhaupt nicht machen, das lohnt sich nicht, ist sogar gefährlich, und wenn ihr Pech habt, kommt sogar dann noch die Steigerungsform, und dann wird noch rausgeholt, man hat bei Dreisat oder auf Arte eine total neutrale Dokumentation gesehen, und da haben mehrere Wissenschaftler sind zu Wort gekommen, unter anderem noch Paleo-Anthropologen, und ja, das ist so die Argumentationsschiene. Und da möchte ich kurz, bevor ich auf diese
ja, die Mikrobiomstudie nochmal genauer eingehe, denn das ist tatsächlich das zentrale Thema heute. Ich möchte die ersten Punkte nicht zu groß ausweiten. Da könnt ihr euch gerne den Artikel durchlesen, dort habe ich das ein bisschen mehr ausgewalzt. Das sind so diese drei Hauptargumente gegen die Paleo-Diät. Das erste Hauptargument lautet, ist das Ganze nicht gleich schädlich, was du da machst? So, das ist eigentlich so häufig, ja, von gut gemeinten Familienmitgliedern oder so kommt das häufig. Guck doch mal deine eintönige Ernährung an. Kann man denn ohne Brötchen und Vollkornnudeln und ohne diese ganzen guten Sachen und diese wertvollen Milchprodukte mit dem Kalzium, kann man denn da überhaupt überleben? Du holst dir doch bestimmt einen Mangel. Und das ist eigentlich ein total witziges Argument, finde ich, weil das auch die Medien immer total ausschlachten. Und jetzt komme ich darauf zurück, wo ich auf diesen Medienmechanismus nochmal hinweisen wollte. Es gibt zum Beispiel eine sehr interessante Studie. Hier hat man in Australien Frauen mit Übergewicht eine Paleo-Diät verordnet, also nach den Paleo-Prinzipien zu essen. Oder aber die haben sich nach den klassischen, das sind, ich glaube, die Australian Guidelines for Healthy Eating, nennen die sich. Das könnte man mit unseren DGE-Empfehlungen vergleichen. So, beide hatten eine Kalorienreduktion, dann wollte man schauen, wer nimmt gut und gesund ab. Zentrales Ergebnis war, dass die Paleo-Gruppe deutlich mehr Gewicht verloren hat. Und man hat aber sich auch die Nährstoffprofile angeschaut und ein zentrales Ergebnis war unter anderem, dass sich die B-Vitamine innerhalb der Paleo-Gruppe stark reduziert hatten. So, jetzt muss man natürlich ein bisschen genauer hinschauen und konnte gucken, okay, das ganze Mikronährstoffprofil hatte sich verändert. Also so wurde zum Beispiel von den Paleo-Diäterinnen deutlich mehr Vitamin A zu sich genommen, Vitamin C, andere Vitamine und Mineralstoffe, aber es gab eben diese Reduktion in den B-Vitaminen. Die, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen ironisch, die Qualitätspresse im Internet machte eine total geniale, reißerische Schlagzeile daraus, nämlich Wissenschaftler enthüllen die Tücken der Paleo-Diät. Und dann, modernem Diättrend fehlt es an Schlüsselnährstoffen. So, jetzt sinngemäß, fragt mich nicht mehr ganz genau, im Artikel könnt ihr das nachlesen. Auf jeden Fall, so war sinngemäß die Überschrift und das zeigt eigentlich wirklich, dass das Journalismus gerade im Internet heute überhaupt gar keine Standardkriterien mehr hat, weil sonst hätten einfach die Journalisten sich auch diesen Artikel mal genommen und noch nach dem Abstract ein bisschen weitergelesen, dann wären sie zum Beispiel auch dahinter gekommen, dass ein Grund für diese Veränderung im Vitamin- und Mineralstoffprofil war, dass die Frauen auf einer oder sich mit einer Kalorienreduktion ernährt haben. Das bedeutet, sie haben ihre Kalorienaufnahme von 2000 Kilokalorien, ja, so ungefähr ein Durchschnittswert für die, ja, für die Durchschnittsfrau, sage ich jetzt einfach mal, für eine übergewichtige Frau fast schon etwas wenig, nochmal runtergeschraubt auf knapp über 1400 Kilokalorien. Also, dass es dort zu Einbußen im Nährstoffprofil kommt, mit 1400 Kilokalorien, das ist eigentlich schon fast eine Mangelernährung. Also, da wird es schon sehr schwer, alle Vitamine, Mineralstoffe, Mikronährstoffe eben ohne Supplementation abzudecken. So, also da sieht man einfach mal, wie dieses reißerische Arbeiten funktioniert. So, und vor allen Dingen, was dann auch noch funktioniert, oder wie es eigentlich funktionieren sollte, wäre, dass die Journalisten hingehen und schauen, was für Studien haben wir denn noch? Ist das hier ein Einzelfall? Lag das eher an der Kalorienreduktion oder an irgendeiner anderen Variable? Denn es gibt durchaus Studien, die zeigen, es gibt zum Beispiel eine Studie, hier wurde das Paleo-Prinzip genommen, da wurde geschaut, über 7 Tage der Ernährung, wie war die Nährstoffzusammensetzung. Hier spezifisch für das Walz-Protokoll nach Dr. Terry Walz, kennen wahrscheinlich auch viele von euch eine Ärztin und Wissenschaftlerin, die selber an Multipler Sklerose erkrankt ist oder war und sich mit Hilfe des Paleo-Prinzips oder eines modifizierten Paleo-Prinzips tatsächlich in eine Remission oder vielleicht auch Heilung, wissen wir nicht, gebracht hat, aus dem Rollstuhl zu Fahrradtouren, heute wieder zu Vorträgen, zu wissenschaftlicher Arbeit und so weiter und so fort, wo einem eigentlich jeder erzählt, bei Multipler Sklerose eigentlich nicht möglich. So, auf jeden Fall hat man dort die Nährstoffe analysiert und kam zu einem komplett unterschiedlichen Ergebnis, nämlich alle Ernährungsscores waren tatsächlich übererfüllt,
Die durchschnittliche Aufnahme, ausgerichtet an den täglichen Ernährungsempfehlungen, lag bei über 300% für die Vitamine und Mineralstoffe und sogar bei über 500% bei den B-Vitaminen. Also ein komplett konträres Ergebnis. Und wie kommt das Ganze zustande? Und das ist wahrscheinlich auch für viele bahnbrechend, weil es ist wirklich so ein gewaltiger Schluss. Ja, da muss man schon ordentlich Hirnmasse haben, um dahinter zu kommen. Es kommt tatsächlich mehr auf den Inhalt und die Ernährungspraxis an, als auf irgendein beklopptes Label. Das bedeutet, egal ob ihr euch Paleo ernährt, vegan ernährt oder nach der Vollwertkost oder was auch immer, alle diese Richtlinien lassen euch viel Spielraum und ihr könnt euch genauso gut sehr gesund ernähren, aber auch grottenschlecht. Und das illustriere ich so im Artikel noch so ein bisschen anhand von Beispielen, gerade was die Paleo-Diät angeht. Also ich kann wirklich mich von in Butter schwimmenden Eiern ernähren, von Fleisch aus Massentierhaltung, wenig Gemüse essen und so weiter. Ich bleibe trotzdem in diesen weiten Richtlinien letztendlich der Paleo-Diät, kann sagen, ja, ich ernähre mich total Paleo, Fuß mit meinem Bulletproof Coffee und einem halben Stück Butter drin. Ich kann das Ganze aber natürlich auch fast mediterran gestalten, kann viel Olivenöl nehmen, sehr viele Gemüse, unterschiedliche Gemüsesorten, alles frisch vom Markt. Ich kann gesunden Omega-3-Fisch verwenden, ich kann viele Nüsse, Kerne, Samen einsetzen, auf meine Ballaststoffzufuhr achten. Und so weiter und so fort. Und genauso ist das unter jedem anderen Label. Ihr könnt euch vegan, auch wenn Studien zeigen, dass das gesund ist, im Durchschnitt total, schlecht, um nicht zu sagen, beschissen ernähren. Ich kenne zum Beispiel ein paar junge Frauen, die fest davon überzeugt sind, nach meiner Meinung, ihre Kinder nur mit Müll zu stopfen, mit Süßkram, überall Zucker drin, Weißmehl. Aber die fest überzeugt sind, das ist ja gut, weil es ist vegan. Also ich kaufe das dann extra dort und da steht vegan drauf, also ist das auch für meine Kinder okay. Was für mich eben ja keine Richtlinie wäre, um mich für ein Lebensmittel zu entscheiden. So, also und dann um das ganze Argument vielleicht noch ein bisschen zum Abschluss zu bringen, wenn tatsächlich das den Journalisten so wichtig wäre, ist das Ganze vielleicht schädlich, ruft das Ganze vielleicht Mängel hervor, dann sollten sie mit dem gleichen Enthusiasmus massiv gegen unsere typische westliche Ernährung anschreiben, denn die ist tatsächlich das schädlichste und die am meisten Mängel produzierende Ernährungsweise, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten, abgesehen davon, Schande über uns, dass es auf dieser reichen Welt immer noch Regionen gibt, wo Menschen hungern müssen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber die westliche Kost, die ist trotz ihrer massiven Kalorienüberflutung, also wo die Menschen viel zu viele Kalorien zu sich nehmen, und auch noch der Anreicherung von Lebensmitteln mit künstlich synthetisierten Vitaminen und Mineralstoffen, nicht schafft, die grundlegenden Mineralstoff- und Vitaminbedarfe des Menschen zu decken, die ist es wirklich wert, bekämpft zu werden. Denn das bringt natürlich oder ist ein Risikofaktor für sämtliche Erkrankungen, das wissen wir. Die klassische westliche Diät oder Ernährungsweise eben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes und so weiter und so fort. Und dann denke ich, jeder Schritt, auch jeder Ernährungstrend der letzten Jahre und Jahrzehnte, eben Vollwertkost nach Bruker, meinetwegen der Veganismus, oder auch die Paleo-Diät, SCD etc., die sind alle schon ein Schritt in die richtige Richtung, weil man sich eben erstmal Gedanken über eine gesunde, ausgewogene und bewusste Ernährung macht. Und es gibt auch hier es gibt schöne Übersichten, habe ich auch in dem Artikel verlinkt, wo man wirklich sehen kann, die westlichen Gesellschaften, die wirklich überernährt sind, an was für Mangelerscheinungen die tatsächlich leiden, ohne dass sie es merken teilweise. Denn beim Vitaminmangel oder Mineralstoffmangel, da ist es eben nicht so, dass man sich sofort krank fühlt, sondern das ist eben ein Risiko, um verschiedene Krankheiten später auszubrüten, zu entwickeln. Und zum Beispiel haben wir da deutliche Mängel an Vitamin D, Vitamin A, Vitamin C, an Calcium, an Magnesium und so weiter und so fort. Und das, wie gesagt, trotz dieser künstlichen Anreicherung der Lebensmittel auch noch. Das wäre das erste Argument. Das zweite Argument ist dann meistens, ist das überhaupt nötig? Und hier auch nur ganz kurz, wäre meine Antwort
Für uns Patienten absolut, denn zahlreiche Studien haben inzwischen nachgewiesen, und da möchte ich jetzt gar nicht erst auf die SCD und so weiter noch eingehen, sondern bleiben wir einfach mal wirklich konkret beim Paleo-Konzept, dass eben das Paleo-Konzept wirklich Krankheiten oder Symptome lindern kann, beziehungsweise sogar Krankheiten in Remission bringen kann. So haben wir zum Beispiel sehr positive Ergebnisse bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Mucus Crohn, Colitis ulcerosa. Die Lebensqualität der Patienten wurde verbessert, die Stuhlfrequenz positiv beeinflusst, die Entzündungsmarker, zum Beispiel das Calprotektin, wurden nach unten gedrückt in einer Studie im Durchschnitt von 450 auf 100, also schon in die Nähe Normalität. Die Patienten, die sich zur endoskopischen Untersuchung gestellt haben, bei denen wurden auch Verbesserungen direkt am Organ nachgewiesen. Und auch die Leistungsfähigkeit, also die subjektiv empfundene Leistungsfähigkeit der Patienten stieg an. Gleichzeitig haben wir auch positive Effekte, beispielsweise beim Diabetes mellitus. Die Paleo-Diät war hier tatsächlich sogar besser als eine speziell zur Behandlung des Diabetes mellitus konzipierte Diät, also wirklich eine Ernährungstherapie. Und die Paleo-Diät war hier überlegen bei der Kontrolle des Blutzuckers und beim Rückgängigmachen der Insulinresistenz. Dann gibt es noch Studien, etwa wie von Dr. Terry Walz zur multiplen Sklerose, wo man zeigen konnte, es verbessert sich die Lebensqualität der Patienten, vor allen Dingen nimmt aber auch die Erschöpfung deutlich ab, die eben auch Kennzeichen für die multiple Sklerose ist, und auch die Schrittfähigkeit verbessert sich. Auch noch interessant, in einer Studie zur Autoimmunschilddrüsenstörung konnte gezeigt werden, dass sich die systemischen Entzündungen im Körper reduzieren lassen. Also gar nicht jetzt spezifisch auf die Schilddrüse, sondern innerhalb kurzer Zeit wurden die systemischen Entzündungen im Körper, im System heruntergeregelt. Also wirklich Auswirkungen auf das Immunsystem, auch zum Beispiel auf die Zusammensetzung und Ausprägung der weißen Blutkörperchen. So, also wir haben dort wirklich Effekte auf den Metabolismus, aber auch auf den Verdauungstrakt und auf das Immunsystem. Deswegen würde ich sagen, für uns Patienten auf jeden Fall nötig. Und zu den anderen muss man sagen, die eben nicht an diesen Erkrankungen leiden, Gott sei Dank, dass natürlich auch dieser Verzicht auf Zucker, auf künstliche Zusatzstoffe und so weiter und Getreideprodukte natürlich auch viele Risikofaktoren, eine Krankheit später zu entwickeln, deutlich minimieren kann. Also das Ganze ist natürlich auch präventiv wertvoll. Drittes und so ja wichtigstes Argument, beziehungsweise dann kommen wir zur Mikrobiomstudie: Was macht Paleo eigentlich mit unserem Darm? Das dritte Argument ist dann eigentlich nur so, ja, der große Hammer. Da wird nämlich meistens irgendwo aus einer Studierstube eine Paläoanthropologin meistens hervorgezaubert, und die hält dann einen großen Vortrag mit voller Überzeugungskraft und mit ihrer ganzen Fachkompetenz, zählt dann auf, wo sie schon überall gegraben hat und Analysen gemacht hat. Und das will ich den Damen und Herren auch überhaupt gar nicht absprechen, aber die erklärt uns dann in einem Vortrag, dass das, was wir heute unter der modernen Paläokost verstehen, überhaupt nichts damit zu tun hat, wie tatsächlich die Steinzeitmenschen gegessen haben. Denn, und dann kommt eine Aufzählung, natürlich ist das ein Unterschied, ob ich mir jetzt vielleicht wie ich mein Rindfleisch hier beim Biobauern um die Ecke hole, der eben klassische Bio-Viehhaltung betreibt. Das Viehzeug ist zwar immer draußen auf der Weide, läuft rum, steht im Winter und im Sommer draußen, frisst grünes Gras. Aber es ist eben nicht dasselbe, wie wenn sich ein Jäger-Sammler-Stamm vielleicht ja, wild irgendwo im Wald erlegt und dann dort zubereitet. Natürlich hat das eine ganz andere Fettzusammensetzung. Die Jäger-Sammler-Kulturen sind auch bekannt dafür, dass sie eine sehr große Bandbreite zum Beispiel an Pflanzen verzehrt haben. Also da ist das, was wir, da geben wir uns Mühe, im Supermarkt unterschiedliche Gemüsesorten zu kaufen, so viel wie es geht, und Neues auszuprobieren. Das ist alles noch ein Witz gegenüber dem, wie tatsächlich Völker draußen, die mit der Natur leben, sich ernähren. Und natürlich nehmen wir auch deutlich, deutlich weniger Ballaststoffe zu uns, auch wenn wir uns Mühe geben. Die Früchte und die Gemüsesorten haben sich natürlich extrem verändert durch Züchtung und Veränderung, also ja, durch Züchtung. Und
enthalten mehr Flüssigkeit, enthalten auch mehr Zucker, das Nährstoffprofil ist ein ganz anderes. So, natürlich gebe ich diesem Argument, würde ich absolut zustimmen, natürlich hat das, was wir heute darunter verstehen, nichts damit zu tun, wenn man das einem Jäger-Sammler vorsetzen würde, was wir hier als Paleo-Prinzip heute essen in der modernen Küche, wäre er wahrscheinlich erstmal sehr überrascht und keine Ahnung, ob er das dann essen würde, ob es ihm schmecken würde, vielleicht. So, auf jeden Fall ist dieses Argument meiner Meinung nach überhaupt nicht stichhaltig, denn es ändert zum einen überhaupt nichts daran, erstens an dieser ganzen aufgezählten Evidenz, also dass das Paleo-Konzept sich tatsächlich positiv auf Erkrankungen, auf den Metabolismus etc. auswirkt. Und auf der anderen Seite könnte man das Ganze auch umdrehen und überlegen, zum Beispiel nehmen wir jetzt zum Beispiel die Gründerväter der speziellen Kohlenhydratdiät, also Dr. Sidney Haas, das war ein Gastroenterologe, Jane Gottschall, das war eine Biochemikerin, die sind über einen ganz anderen theoretischen Schluss zu einer fast identischen Diät gekommen. So, das bedeutet, die haben sich das Ganze nicht überlegt über einen Evolutionsprozess und über die Entwicklung des Verdauungstraktes, sondern die haben sich angeschaut, vor allen Dingen Elin Gottschall dann nochmal als Biochemikerin, was sind eigentlich Grenzen und Fähigkeiten unseres Metabolismus, wie geht er mit Kohlenhydraten um und was hat das für spezifische Auswirkungen, vor allen Dingen auf Magen-Darm-Erkrankungen, sind zu einer fast ähnlichen Diät gekommen. Also würden wir, ändert es irgendetwas an der Effektivität dieser Kostformen, wenn wir jetzt den theoretischen Hintergrund nicht anerkennen und sagen, okay, das hat nichts mit der wirklichen Steinzeitkost zu tun, dann könnten wir dem Paleo-Prinzip einfach einen anderen Namen geben. Zum Beispiel subsumieren wir es auch unter spezieller Kohlenhydratdiät. Trotzdem würde das Ganze funktionieren. So, das ist die eine Sache des Gegenarguments. Auf der anderen Seite muss man sagen, ein bisschen problematisch ist, dass diese Spezialisten, und das ist natürlich auch nachvollziehbar, sich auf ihre spezifische Expertise berufen, auf der anderen Seite aber zum Beispiel Studienergebnisse etwa aus der Medizin vernachlässigen. So, worauf will ich damit hinaus? Zum Beispiel wissen wir nicht, natürlich gibt es diese ganzen Unterschiede, die ich auch gerade aufgezählt habe, zwischen der modernen Interpretation und eben einer, sagen wir einfach mal, klassischen Steinzeitkost. Auf der anderen Seite wissen wir aber überhaupt nicht, ob die Unterschiede tatsächlich überwiegen oder die Gemeinsamkeiten, die es unbestritten natürlich auch gibt. Zum Beispiel den Verzicht auf Getreideprodukte, auf Milchprodukte, auf Industriezucker, auf sämtliche Errungenschaften der Lebensmittelindustrie und Lebensmittelchemie. So, was überwiegt dort tatsächlich? Und natürlich noch ganz andere Faktoren, die ebenfalls relativ neu erst sind, Neuland in der Wissenschaft, aber zum Beispiel die Diskussion über die Kohlenhydratmonotonie, da möchte ich dann später auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Was sind hier die wichtigen Faktoren und welche überwiegen, welche entscheiden darüber, ob diese Konzepte tatsächlich zu einem ähnlichen Ziel vielleicht führen, trotz aller Unterschiede? Und jetzt komme ich zur Mikrobiomanalyse, denn es gibt, wie gesagt, diese wirklich geniale Studie aus dem letzten Jahr von der Universität Bologna, wo man sich die Mühe gemacht hat, Paleo-Anwender zu suchen. Und dann spreche ich hier natürlich von der modernen Version der Paleo-Diät, so wie sie klassisch heute überall verstanden wird. Und die Mikrobiomanalyse zu machen, also sich anzuschauen, was hat die Paleo-Diät mit der Darmflora gemacht, gibt es bedeutende Unterschiede zu anderen Italienern. Das ist wichtig, weil das lässt sich nicht so einfach vergleichen. Es gibt nämlich immer einen regionalen Mikrobiomabdruck. Also selbst wenn sich die Leute ganz unterschiedlich ernähren, kann man dann teilweise erkennen, aus welcher Region der Welt sie stammen. Zum Beispiel hat jemand aus Afrika einen anderen Mikrobiomabdruck als zum Beispiel jemand in Südeuropa oder wiederum in Nordeuropa, obwohl es dort natürlich aufgrund der Ernährung zu individuellen Verschiebungen immer kommt. So, was das Tolle an dieser Studie eigentlich ist, ist, dass man nicht nur sich einzeln das Mikrobiom, die Darmflora dieser Paleo-Anwender angeschaut hat, sondern gleichzeitig auch einen Vergleich hatte zu, also es waren 15 Paleo-Anwender
Und es gab einen Vergleich mit über 140 Italienern aus einem ähnlichen gesellschaftlichen Kontext, die sich nach den Regeln der mediterranen Diät ernährten. Warum ist das wichtig? Die mediterrane Diät ist auch eine sehr gesunde Kostform. Sie hat sehr viel mit dem Paleo-Konzept auch gemeinsam. So, dass man eben nicht sagen kann, die Auswirkungen aufs Mikrobiom, wenn es positive geben sollte, die sind nur darüber moduliert, dass die eine Gruppe eben zum Beispiel sich typisch westlich ernährt hat, die andere Gruppe mit der Paleo-Diät auf einmal mehr Ballaststoffe, weniger Zucker und so weiter. Nein, hier hat man zwei als gesund empfundene oder interpretierte Diäten verglichen. Und wie gesagt, beide haben viele Gemeinsamkeiten, zum Beispiel einen relativ hohen Ballaststoffgehalt, die Betonung vom Verzehr von zum Beispiel Nüssen, Samen und Kernen, von Fisch, von gesunden Fetten, eine relativ niedrige glykämische Last und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es auch einige Unterschiede, wie zum Beispiel, dass innerhalb der mediterranen Diät eben auch Milchprodukte verzehrt werden dürfen, dass Vollkornprodukte einen Großteil der Ernährung, der Kalorienaufnahme ausmachen. Aber beide haben eben auch schon positive Studienergebnisse produziert. Die mediterrane Diät natürlich deutlich mehr, ist ja auch schon viel länger so im Blickwinkel der Wissenschaft, der Ernährungsberater. Hier wurde schon viel mehr geforscht. Aber die Paleo-Diät holt auch auf. So, diese hat man verglichen und um das Ganze in einen noch weiteren Kontext zu setzen, hat man sich auch noch klassische Jäger-Sammler-Kulturen, die noch traditionell leben, diesen ebenfalls die Mikrobiomanalysen via Stuhlprobe abgenommen und das Ganze so in einen großen Kontext gesetzt. Also, was lässt sich vergleichen? Gibt es Ähnlichkeiten? Und vor allen Dingen ist das Spannende jetzt, erreicht man mit der modernen Paleo-Diät, mit der modernen Interpretation, ein ähnliches Mikrobiomprofil wie eben bei den Jäger-Sammler-Kulturen. Und das wäre jetzt das Spannende, weil wir hier sehen könnten, überwiegen die Unterschiede oder überwiegen eben die Gemeinsamkeiten. Und das ist besonders interessant, weil natürlich, wir haben gesehen, beim Metabolismus etc. gibt es diesen Zusammenhang. Besonders spannend ist die Auswirkung aber natürlich auf den Magen-Darm-Trakt, auf das Verdauungssystem direkt. Und natürlich vor allen Dingen auf dieses Ökosystem an Mikroorganismen. Die Darmflora besteht nicht nur aus Darmbakterien, und auch auf das Immunsystem. Also was passiert hier? Werden hier ähnliche Effekte erzielt? Und da muss man unterscheiden, immer wenn man sich Mikrobiomanalysen anschaut, das ist ganz wichtig, gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Punkte. Als erstes möchte ich gerne über die Zusammensetzung sprechen. Also Zusammensetzung, das ist eigentlich das, was die meisten heute auch, die schon irgendwie was übers Mikrobiom gelesen haben oder vielleicht beim Heilpraktiker oder Arzt was darüber gehört haben oder die auch so über Darmsanierung sprechen und sowas. Da geht es fast immer um die Zusammensetzung. Welche Stämme sind vorhanden? Probiotische, potenziell pathogene. Da geht es um die Leitkeime. Nimm doch Probiotika. Wir müssen mit Präbiotika versuchen, das anzuzüchten. Und so weiter. Und dann gibt es ja immer so diesen ganzen Aufruhr um die Clostridien. Ich habe so viele Clostridien, wie kriege ich die weg? Was kann ich da machen? Eigentlich ist das nur ein nicht ganz so wichtiger Punkt. Wahrscheinlich muss man sagen, weil die Mikrobiomforschung hat natürlich auch noch nicht alle Antworten gefunden. Aber erstmal möchten wir darauf eingehen oder möchte ich darauf eingehen, was ist eigentlich jetzt bei der Zusammensetzung passiert? Und da war erstmal ein spannender Fakt, den man aber eigentlich fast hätte erwarten können, dass das Mikrobiom, die Darmflora der Paleo-Anwender, die übrigens alle aus einem städtischen Kontext kamen, mit einer Ausnahme, ich glaube, also das waren auch keine Leute, die hier auf dem Land waren, weil das spielt natürlich auch eine Rolle, weil man dort einen anderen Kontakt zu Mikroorganismen hat, sich wahrscheinlich auch anders bewegt, in einem anderen Tag-Nacht-Rhythmus lebt. Das hat alles Einfluss auf unser Mikrobiom. Das sind halt wirklich Städter gewesen. Und dieses Mikrobiom von Menschen, die sich mindestens 12 Monate nach den Richtlinien der Paleo-Diät ernährt hatten, glich am ehesten, und das ist wahrscheinlich keine große Überraschung, glich am ehesten der Darmflora der Inuit, was die Zusammensetzung betraf. Was bedeutet das jetzt? Wie kommt das Ganze? Das Ganze ist natürlich vermittelt durch den höheren Fett- und Proteinkonsum. So waren die Konzentrationen unter anderem asaccharolytischer Bakterien deutlich erhöht. Das bedeutet, Bakterien, die eben nicht auf die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten angewiesen sind, zum Beispiel Sutterella.
Oder auch die Konzentration der fettverstoffwechselnden und gallensäurentolerierenden Bakterien, etwa Bilophila wäre da ein Beispiel. So, also das Ganze hat natürlich mit dieser individuellen Kostzusammensetzung zu tun, denn bei der modernen Interpretation der Paleo-Diät werden eben oft die Kohlenhydrate reduziert zugunsten der Fettaufnahme und auch der Proteinaufnahme. Und deswegen dieser Zusammenhang eher zum Inuit-Mikrobiom. Ist das gut oder schlecht? Grundsätzlich muss man sagen, es ist nicht hundertprozentig, also man kann keine hundertprozentige Aussage treffen. Problematisch scheint aber, obwohl es, wie gesagt, obwohl die Inuit eine ähnliche Ausprägung haben, scheint das, wenn man sich die neuesten Forschungsergebnisse betrachtet, vor allen Dingen auch was die Gallensäurensynthese betrifft, hier vielleicht eigentlich mal ein Stichwort, um nicht zu weit ins Detail zu gehen. Ich hatte schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über die sekundären Gallensäuren, also die Gallensäuresynthese. Das scheint problematisch zu sein, denn wir wissen, dass diese ein Risikofaktor sind, assoziiert wurden mit verschiedenen Erkrankungen, unter anderem auch mit Darmkrebs, teilweise mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und das scheint uns hier einen eindeutigen Hinweis zu geben, man kann die Paleo-Diät auch anders gestalten. Also mehr, zum Beispiel mehr Stärke einbeziehen, mehr Ballaststoffe, weniger Fett und vor allen Dingen auch die Fettzusammensetzung scheint ja eine große Rolle zu spielen. Man kann natürlich, es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel mein Fettkonsum hauptsächlich eventuell über Butter oder über fettes Fleisch eben zu mir führe oder über Eier oder eben zum Beispiel über Olivenöl, über Nüsse oder über Avocados. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, denn natürlich sind dort andere Fettsorten, Fettarten beteiligt und die haben ganz andere Wirkungen auf das Mikrobiom. Werde ich auch bald ein Video dazu machen. Das ist ein deutlicher Hinweis, hier eventuell Vorsicht geboten. Auf der anderen Seite war für die Wissenschaftler überraschend, dass trotz des Verzichts auf Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, das was eben in der mediterranen Diät so gepriesen wird, die als probiotisch verstandenen Bakterien, und hier muss man auch sagen, die verstandenen Bakterien, weil da kommen immer neue dazu, dann lernt man wieder was Neues, sagt, oh, da müssen wir einen rausnehmen. Und bei vielen, bei denen man gedacht hat, oh, die sind aber schädlich wahrscheinlich, die haben schlechte Eigenschaften, hat man später gedacht, eigentlich nicht, können auch positiv wirken. So, also ganz so klar ist das Ganze auch nicht. Diese als probiotisch verstandenen Darmbakterien hatten sich nicht reduziert und teilweise hatten die auch eine relativ hohe Konzentration, waren zwischen der mediterranen Kostgruppe und den Paleo-Anwendern durchaus vergleichbar. Also hier sprechen wir zum Beispiel von Fecalibacterium oder Ruminococcus beispielsweise. Also diese Darmbakterienstämme, die Ballaststoffe fermentieren, verstoffwechseln und dann kurzkettige Fettsäuren produzieren. Diese sind ein Moderator für viele positive gesundheitliche Effekte für den Wirt, also sprich uns Menschen. So, also das können wir erzielen, eben ohne die Vollkorngetreide, ohne Hülsenfrüchte. Und das eigentlich Spannende, dazu kommt es eigentlich jetzt, das ist der zweite Punkt. Also jetzt haben wir über die Zusammensetzung gesprochen. Übrigens gehen die Autoren dann auch nochmal darauf ein und sagen, der Vergleich auch mit den Jäger-Sammler-Kulturen war relativ schwer. Also jetzt sagen wir, okay, die moderne Paleo-Diät hat ein Mikrobiom von der Zusammensetzung erzeugt, das dem der Inuit ähnelte. Aber zum Beispiel wissen wir nicht, was noch verglichen wurde. Ein weiterer Stamm sind zum Beispiel die Hadza, eine Jäger-Sammler-Population aus Tansania. Und hier sagen die Autoren, dass also die Diät oder die Ernährungsweise der meisten Jäger-Sammler-Kulturen, außer der Inuit, ist sehr stark durch den saisonalen Wechsel bedingt, also durch die Jahreszeiten. In einer Zeit wird eben mehr gejagt, in einer anderen Zeit werden mehr die Knollen, die klassische Stärkeprodukte verzehrt. Und das war eben auch jetzt hier bei den Hadza der Fall. Die haben sich mehr von diesen Knollen ernährt, die sind sehr faserreich, die haben moderat Stärke
Und so sah natürlich auch, gibt es diesen Shift im Mikrobiom über die Jahreszeiten. Und hier war er eben hauptsächlich Pflanzenstärke und Ballaststoff betont. Und deswegen kann es sein, dass man zu ganz anderen Ergebnissen gekommen wäre, hätte man gerade in der Jagdsaison diese Proben genommen, dass wir dann vielleicht auch dort eine Überschneidung gefunden hätten. Hätte, könnte, wollte, es ist nicht so passiert. Und deswegen kommen wir zum nächsten Punkt, der eigentlich auch viel überraschender und ja, wahrscheinlich auch bedeutender ist. Denn was die Forscher wahnsinnig überrascht hat, das typisch verarmte Mikrobiom des Westens, so sage ich es einfach mal. Also wir wissen, Jäger-Sammlerkulturen haben einen deutlich größeren Artenreichtum in ihrem Darm, nicht nur was die Bakterien betrifft, der ganzen Mikroorganismen. Das Ganze ist deutlich artenreicher, wirklich ein gesundes Ökosystem. Das kann euch jeder Biologe erzählen. Ein gesundes Ökosystem besteht aus sehr, sehr vielen Arten, die sich gegenseitig im Gleichgewicht halten. Dominiert irgendetwas, wird es meistens ungesund. So ist es auch beim Darm. Wir wissen, der Artenreichtum oder die Biodiversität ist einer der bedeutendsten Faktoren eigentlich für eine gesunde Darmflora und vermittelt eben auch die gesamten gesundheitsförderlichen oder krankheitserzeugenden oder begünstigenden Prozesse oder Folgen. So, wir wissen jetzt, dass das Ganze, dieser Artenreichtum eben bei Jäger-Sammlerkulturen deutlich mehr ausgeprägt ist als zum Beispiel ja, bei der klassischen Landbevölkerung, zum Beispiel in Europa. Dann gibt es aber nochmal einen deutlichen Unterschied von der Landbevölkerung zu den Städtern und so weiter. Und je industrialisierter eine Nation oder eine Region ist, desto verarmter ist eigentlich das Mikrobiom. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass vor allen Dingen bei verschiedensten Erkrankungen nachgewiesen wurde, dass hier auch nochmal eine Verarmung stattfindet. Also hat der normale ja, westliche Mensch oder Mensch im westlichen Kontext nur noch ungefähr 1000 Arten an Bakterien in seinem Darm, sind es zum Beispiel beim Reizdarm oder bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nochmal etwa 25% weniger. Und jetzt hier aufgehorcht, die Verminderung des Artenreichtums, der Biodiversität im Mikrobiom, in der Darmflora, wurde inzwischen eigentlich für alle unsere Erkrankungen, die wir regelmäßig hier besprechen, nachgewiesen. Das bedeutet für das Reizdarmsyndrom, für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, für die Fibromyalgie, für das chronische Erschöpfungssyndrom und für das Mastzellaktivierungssyndrom gibt es noch also keinen direkten Nachweis, aber es gibt indirekte Hinweise, dass das tatsächlich auch eine große Rolle spielt. Hat leider noch niemand untersucht, meines Wissens, wäre sehr spannend. So, also wir alle haben eine deutlich verminderte bakterielle Biodiversität in unserem Darm und das schon im Vergleich zum normalen westlichen, gesunden westlichen Menschen, in Anführungszeichen, wenn man das überhaupt noch so sagen kann, der aber auch schon einen deutlich verminderten Artenreichtum hat im Gegensatz zum Beispiel Jäger-Sammlerkulturen. Interessant natürlich auch, dass zum Beispiel Populationen wie die Hadza ja, unsere ganzen Erkrankungen überhaupt nicht kennen. Wir können ihnen das beschreiben, was wir meinen, anhand der Symptome und so weiter. Sie kennen es nicht. Sie haben es noch nie erlebt, noch nie gesehen bei irgendjemandem. Und das spricht natürlich auch Bände. So. Mittels der modernen Paleo-Diät kam es zu einem gewaltigen exponentiellen Aufblühen der Darmflora. Die Biodiversität, ja, die vervielfachte sich, wie gesagt, das ist so ein exponentielles Anwachsen. Und zwar am Ende am ehesten, der Artenreichtum war am Ende am ehesten mit dem der Hadza vergleichbar. Also jetzt nur nochmal, um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen, der Artenreichtum im Mikrobiom der städtisch lebenden Italiener, viele davon aus hochurbanen Zentren, also aus Großstädten, der war genauso ausgeprägt wie der dieser Jäger-Sammlerkultur, der Hadza aus Tansania, die sich ganz anders ernähren, ganz anders bewegen und so weiter. Und die Autoren schlussfolgern wirklich daraus, mittels der modernen Paleokost oder der modernen Interpretation ist es tatsächlich möglich, dass
das ursprüngliche menschliche Mikrobiom oder den Artenreichtum des ursprünglichen menschlichen Mikrobioms mit allen seinen positiven Fähigkeiten und Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen zu konservieren bzw. wiederherzustellen. Das ist absolut gigantisch und das Interessante ist daran, wie hat es funktioniert? Das ist eigentlich die spannendste Frage, die aber leider die Wissenschaftler auch nicht fähig waren zu beantworten. Und obwohl ich mir jetzt auf keinen Fall anmaßen möchte, auch nur über einen Bruchteil der Erfahrung oder des Wissens dieser Forscher zu verfügen, möchte ich trotzdem so ein bisschen spekulieren, denn natürlich habe ich so in den letzten 10 Jahren des täglichen Studienlesens zum Thema Darmgesundheit und Darmkrankheiten auch so ein Netz an Informationen geknüpft, was sich auch immer enger zusammenzieht. Und ich habe schon mal über dieses Thema gesprochen, der Kohlenhydratmonotonie. Entstanden ist diese Theorie eigentlich von mehreren Wissenschaftlern, die herausfinden wollten, es gibt so verschiedene Diäten, die sich sehr positiv auf das Mikrobiom bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und anderen Darmerkrankungen auswirken, die aber recht unterschiedlich sind. FODMAP, SCD, Paleo, aber zum Beispiel auch, wenn man an Professor Chiba in Japan denkt, eben diese klassische japanische Kost, wo es eben das Ganze noch mit weißem Reis verstärkt wurde oder ergänzt wurde, besser gesagt. Und dann wurde gefragt, was verbindet eigentlich diese ganzen Kostformen und wie haben sich traditionell Menschen ernährt, bevor diese Erkrankungen zu uns gekommen sind? Denn das Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, das sind alles neue Erkrankungen. Neu im Sinne von jetzt an der Spanne der Menschheit oder der Menschheitsentwicklung betrachtet. Das bedeutet, das Ganze muss vorher einen Grund gehabt haben, es muss sich etwas verändert haben, warum diese Krankheiten auf einmal aufgetreten sind. Und ihre Theorie war die Kohlenhydratmonotonie, weil das verbindet eben diese Diäten und viele Kulturen, wo diese Erkrankungen unbekannt sind. Wenn wir zum Beispiel jetzt uns die Paleo-Diät anschauen, dann ist es natürlich so, dass wir hier hauptsächlich, wenn Kohlenhydrate, dann nur aus Fructose bekommen, nämlich aus Obst. So, also wir haben eigentlich nur eventuell Einfachzucker. Ja, bei der Paleo-Diät sind es nur Einfachzucker, bei der SCD sind es noch Zweifachzucker, die dazukommen, aber es ist eine Form der Kohlenhydrate. Wir haben keinen ständigen Wechsel, wie das heute in den modernen westlichen Ernährungsformen der Fall ist. Und vielleicht, damit ich jetzt nicht hier zu sehr abschweife, schaut ihr euch einfach nochmal das Video zur Kohlenhydratmonotonie ein. Das wäre für mich auf jeden Fall so ein vermuteter Mechanismus, warum das Ganze funktioniert. Denn, was auf jeden Fall nicht hinhaut, wie es viele Mikrobiomexperten oder auch viele Ernährungsberater und so weiter immer wieder erklärt haben, dass eigentlich die Ballaststoffe der Grund sind für das Aufblühen des Mikrobioms, für das Anreichern. Denn wäre das der Fall, hätte hier ein ähnliches Ergebnis zwischen mediterraner Kost und Paleo-Diät erzielt werden müssen, denn die Ballaststoffzufuhr lag bei beiden ungefähr gleich bei etwa 30 Gramm am Tag im Durchschnitt. Aber davon kann überhaupt gar nicht die Rede sein, denn tatsächlich hat, was die Biodiversität anging, die mediterrane Kost das verarmteste Mikrobiom überhaupt in dieser Studie produziert. Und das ist natürlich wirklich ein kleines Phänomen, muss man sagen, wo wirklich die Wissenschaft weiter gezielt daran arbeiten sollte, was produziert das Ganze, auf was müssen wir achten, können wir die Paleo-Diät eventuell noch durch Dinge ergänzen, wie zum Beispiel eben, wie es bei den Hatze der Fall ist, durch Knollengemüse, durch Kartoffeln, Süßkartoffeln, solche Dinge. Gibt ja auch schon viele Konzepte, die das so machen, kann man sich die Doctorus Jaminet zum Beispiel anschauen oder auch andere. Und ja, das wäre wirklich eine spannende Frage, um das Ganze noch weiter auszuschließen. Also die Lehre eigentlich aus dieser Studie und aus diesem Video heute solltet ihr ziehen. Erstens, die Paleo-Diät funktioniert für viele von uns. Also sie greift sowohl ins Immunsystem ein, positiv auf den Metabolismus, also wirkt positiv auf den Metabolismus und vor allen Dingen auch auf das Verdauungssystem. Sie kann ein wirklich stabiles, gesundes Ökosystem der Darmflora erzeugen, was viel, viel schwerer aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Und aber ihr solltet unbedingt darauf achten, wie ihr diese Paleo-Diät gestaltet. Das bedeutet,
Achtet darauf, dass ihr euch wirklich gesund ernährt. Viele verschiedene regionale, saisonale Gemüsesorten, eine große Bandbreite. Bei den Fetten aufpassen. Viele Nüsse, Samen, Kerne und vielleicht den Fleisch- und Wurstverzehr tatsächlich reduzieren. Mehr gesunden Fisch und wenn mal ein Stück Fleisch dann auch wirklich auch gut ist, gebt da lieber ein bisschen mehr Geld dafür aus. Das Ganze lohnt sich. Denkt immer auch an die Gallensäurensynthese und so weiter. Ihr wollt nicht nur ein blühendes Mikrobiom mit möglichst vielen Arten von Mikroorganismen. Ihr wollt auch eine möglichst gute Zusammensetzung mit vielen probiotischen Stämmen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das erste sachbezogene Video des Jahres hat euch wieder ein bisschen gefallen und ihr konntet ein paar neue Informationen mitnehmen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Thomas.